Hier bei der Arbeit bei Radio Herford. Und kennen Sie das noch? Na klar, CC Catch aus Rödinghausen. Und da die Frage, was macht sie jetzt eigentlich? In den 80ern zur Disco-Zeit hatte sie eine Dauerwelle mit viel Haarspray. Und heute, Bettina Kirchner hat da mal nachgeforscht. Heute ist sie 52 Jahre alt, strohblond, trägt ihr Haar glatt und schulterlang. In einem Interview in Polen sagt sie, It was just me myself. Ich mache gerne Experimente und Veränderungen. Mit meinen kurzen Haaren war ich in Paris. Das ist ganz normal und natürlich für mich. Sie sieht richtig schön aus, schlank und fit. Sie steht ja auch immer noch auf der Bühne. In Moskau zum Beispiel, USA, Kanada, Argentinien, Brasilien. Nicht nur in Europa, sie ist weltweit unterwegs. Unsere Caroline Katharina Müller, auf der Bünder Hauptschule gewesen, dann Schneiderlehre gemacht, dann bei Talentwettbewerben gestartet, zwischendurch Miss Osnabrück gewesen, bis Dieter Bohlen sie in Hamburg entdeckt. Er macht aus ihr CC Catch. Nach 3 mega erfolgreichen Jahren gibt's Streit. Per Gerichtsbeschluss darf CC Catch ihren Namen behalten. Sie zieht für einige Jahre nach England. Seit 18 Jahren ist sie wieder in Deutschland und immer noch, wie gesagt, auf Tour und damit gut im Geschäft. Welche Musik ihr denn am Herzen liegt, wurde sie gefragt. Disco-Musik? All das, all diese Musik ist ein Teil von mir. Alles, was ich mache, liegt mir am Herzen. Die Anerkennung der Fans, dass sie meine Musik lieben und sie ihnen Freude bereitet, das ist für mich das größte Geschenk. Von Rödinghausen in die weite Welt, CC Catch, unsere Disco-Queen aus den 80ern.